Mein Name ist Tilman Fiedler und ich habe vor 25 Jahren mit meiner Frau Petra diese Praxis hier in diesen Räumen gegründet. Seit ich Zahnarzt bin, ist das Kiefergelenk ein wichtiges Thema für mich und wir haben versucht, den Patienten dafür Lösungen zu bieten, die wir jetzt, seit wir den Laser haben, auch erfolgreich durchführen können. Alles Weitere erfahren Sie von meinem Sohn Sebastian. In jeder Stadt gibt es viele Zahnärzte und viele Menschen haben Angst vor Zahnärzten. Es gibt aber auch eine Zahnarztpraxis in Nürnberg, die Zahnarztpraxis Fiedler, bei der ist das ganz anders. Warum das so ist, erklärt uns jetzt Sebastian Fiedler. Hallo Herr Fiedler. Hallo Herr Prüfer. Was machen Sie anders als Ihre Kollegen? Grundsätzlich ist es so, dass in der Zahnheilkunde sich sehr viel getan hat in diesem Bereich und dass die Kollegen sehr, sehr genau auf Angstpatienten eingehen können und dass das jetzt glücklicherweise kein so großes Problem mehr ist. Trotzdem ist uns aufgefallen, dass besonders in großen Praxen der Patient leider immer mehr in den Hintergrund gerückt wird. Und bei uns ist es extrem wichtig, dass wir dafür sorgen, dass der Patient in seiner Gesamtheit als Mensch wahrgenommen wird. Im Wartezimmer vorhin habe ich wahrgenommen, dass eine Patientin sagte, ich habe hier gar keine Schmerzen. Ja, das kann sein. Wir haben in unserer Praxis eine Behandlungsmethode etabliert, die sich mit dem Laser beschäftigt. Und unser Laser gibt uns die Möglichkeit, möglichst schmerzarme Therapie durchzuführen und in besonderen Situationen sogar komplett schmerzfrei. Das bedeutet im Umkehrschluss, Sie bohren jetzt gar nicht mehr? Nicht im herkömmlichen Sinne, Herr Prüfer. Grundsätzlich verwenden wir den Laser, um ablativ vom Zahn abzutragen. Das bedeutet, es wird Schicht für Schicht vom Zahn weggenommen. Dadurch können wir sehr, sehr präzise arbeiten und viel genauer, als das mit dem Bohrer möglich ist. Außerdem fällt durch das kontaktlose Verfahren dieses Geruckel, was der Patient als unangenehm wahrnimmt, direkt weg. Und die Geräuschkulisse ist auch anders, was auch für viele Angstpatienten ein Problem darstellt. Für uns aus medizinischer Sicht ist es noch sinnvoll, dass der Laser im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren nachweislich keine Erwärmung im Zahn durchführt. Es gibt viele Studien, die bewiesen haben, dass beim konventionellen Bohren Wärme im Zahn entstehen kann. Andere Studien haben aber auch gezeigt, dass dies beim Laser nicht der Fall ist. Waren viele Vorteile, die Sie aufgezählt haben. Gibt es noch mehr Vorteile? Die Vorteile sind zahllos und wir könnten jetzt über eine Stunde darüber reden, was es alles für Möglichkeiten gibt und was wir alles mit unserem Laser umsetzen können. Grundsätzlich kommt es darauf an, welche Laserwellenlänge wir verwenden. Wir in unserer Praxis haben die Möglichkeit, drei verschiedene Laserwellenlängen anzuwenden. Einmal den Erbium-Laser, um zum Beispiel zu bohren oder zu operieren oder in der Endodontie, in der PIPS-Behandlung. Dann haben wir aber natürlich noch die Möglichkeit, mit unserem Neodymium- oder Diodenlaser zu arbeiten. Das ist dann gegen Muskelverspannungen, zur Wundheilungsverstärkung oder zum Abtöten von Bakterien. Ihr Vater hat ja dieses Buch hier geschrieben. Und ich habe mir das mal durchgelesen am Wochenende und war fasziniert von verschiedenen Dingen. Also ich habe mich da so wiedergefunden, auch bei Bekannten, die über Kopfschmerzen klagen, Verspannungen haben. Das waren Themen in dem Buch oder sind Themen in dem Buch, wo ihnen geholfen werden konnte. Sogar Leute mit Dauerschmerzen wurden da erwähnt, also Dauerzahnschmerzen, denen man dadurch helfen konnte. Und was mich besonders und nachhaltig beeindruckt hat, war das Thema Tinnitus. Da leiden ja sehr viele Menschen drunter und sind relativ hilflos und man konnte hier aufgrund von der Kieferkorrektur den Menschen auch helfen. Geht es bis hin, dass man gar keinen Tinnitus mehr hat? Ja, also wir dürfen keine Heilversprechen hier abgeben, aber man muss ganz klar sagen, dass das Thema deutlich unterschätzt wird. Wenn man sich anschaut, wie unser Körper miteinander in Beziehung steht, merkt man erst, dass diese Kleinigkeiten, die uns im Mundraum begegnen, sich auf den ganzen Körper auswirken können. Das Problem Tinnitus zum Beispiel wird dadurch ausgelöst, dass das Kiefergelenk nicht in Ordnung ist und dann da durch diese Geräuschproblematiken entstehen können. Natürlich gibt es immer individuelle Fälle, aber in den meisten Fällen können wir hier sehr, sehr, sehr viel tun. Wenn jetzt der oder die durch dieses Interview sehr neugierig geworden ist und sich da wiederfindet und sagt, das möchte ich jetzt näher wissen, was macht der oder die jetzt in dem Fall? Das Beste ist wirklich einfach anzurufen, einen Termin zu vereinbaren. Wir haben die Möglichkeit, entweder direkt Untersuchungs- oder Behandlungstermine auszumachen. Wir empfehlen aber ganz klar, erstmal einen Untersuchungstermin zu machen. Dadurch können wir erstmal uns ein Gesamtbild schaffen und dann mit dem Patienten individuell erarbeiten, welche Behandlungsschritte notwendig sind. Wenn es sich um einen Angstpatienten handelt, besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, sich vorab mal in einem entspannteren Rahmen zu treffen und dann ein ruhiges Gespräch zu führen, welche Möglichkeiten es gibt. Vielen Dank für das interessante Interview, Herr Fiedler. Vielen Dank, Herr Prüfer.
Ich kam vor vielen Jahren in die Zahnarztpraxis Fiedler. Ich hatte damals eine schwierige Zahnoperation vor mir und las von dem Laser. Ich war neugierig, was das wohl bedeutete, hatte aber keine Angst, weil schlimmer als ein Bohrer konnte es nicht sein und war angenehm überrascht, auch von der Praxisatmosphäre. Es ist sehr familiär hier. Der Laser ist einfach toll. Man kann damit so viel machen und jedem Patienten, der vorher Angst hatte, zum Zahnarzt zu gehen, wird hinterher nie wieder Angst haben. Ja, seit ich bei der Zahnarztpraxis Fiedler bin, gehe ich wesentlich lieber zum Zahnarzt. Die Praxis bietet eine Behandlung mit Laser an. Laser ist schmerzfrei, es wird vorher nicht mehr eingespritzt. Man hat nicht mehr dieses sehr unangenehme Bohrgeräusch, was ja zum Teil einen sehr, sehr stört. Jetzt, wenn ich in die Zahnarztpraxis Fiedler komme, kann ich mich darauf einstellen, dass es zum einen von der Behandlung wesentlich kürzer dauert und ich bin mir sicher, dass es schmerzfrei ist. In vielerlei Hinsicht hatte ich eine relativ schmerzfreie Behandlung in diesen 2,5 Jahren dank dieser Laserbehandlung. Und an dem Termin muss ich sagen, es war das erste Mal, dass ich einen Zahnarzt hatte, der sich sehr viel Zeit genommen hat, mir meine ganze Problematik, die ich überhaupt habe mit meinem Kiefer, erklärt. Also ich hatte hier eine wirklich sehr erfolgreiche Behandlung.